Der ist verdammt groß, der alte Mann. Der nimmt dich gleich. Du bist einfach nur so klein. Gar nicht. Nein, ganz allein. Ich duck mich, dann sehe ich alles aus Marvs Augenwinkel. Wenn ich mich zum Snipen hinlegen, kann ich dir immer noch gerade in die Augen schießen. Wo seid ihr hingegangen? Achso, okay. Wir suchen noch Backdorn. Backdorn. Sagt er zu dem alten Mann. Der alte Brokebacker. Ich will den Schlüssel für die Kiste. Mist, die Kiste. Mist, die Kiste? Meinst du, da ist noch was anderes drin, außer Bazillions of Guns? Ich weiß nicht. Oh, was habe ich denn hier für eine Pistole? Wann habe ich die denn? Ach, die habe ich beim letzten Mal gekriegt. Die werde ich jetzt mal austesten gleich. Kommen wir da irgendwie in das Schief? In das Schief? Vielleicht auch mit dem Kran oder so. Also irgendwie rüberkommen tun wir hier nicht. Was? Mein Bruder spielt Torchlight, das ist aber frech. Eins oder zwei? Zwei. Mit dem Piloten? Nee. Der spielt das nämlich auch. Der Pilot. Ja, doch. Ja, der Pilot. Anker kommt. Das ist eigentlich Schwachsinn, weil wir müssen ja später wieder hoch. Ist doch Käse, ihn hochzu... Weißt du? Also wir sind... Du siehst, das System hat sein Werk getan, Marv. Da hinter euch ist so eine Treppe. Links. Ja und? Guck mal bitte in einem Kaufhaus. Weißt du, wie viele Leute die Rolltreppe benutzen? Und wie Nein, ich wollte nur, dass ihr euch umdreht, damit der Fahrstuhl wieder runterfährt. Rollukat. Lalalalalala. So. So einer Treppe kannst du mich nicht locken. Hast du aber umgedreht? Als würdest du sagen, guck mal, da vorne kannst du freiwillig viel arbeiten, wenn du willst. Klatsche, die Spinne. Fiese Spinne. Ich muss dir den Hintern versohlen. Wir sind ein paar Leute gestrandet. Ein paar? Ist es gut, die zu slacken hier, diese Spider-Ants? Ich weiß es nicht. Slacken ist immer gut, dann machen alle mehr Schaden. Das sieht total Marv, blöd. Der knuspert die hier so weg. Wow! Das sieht total blöd aus, wenn die dich so einschleimen. Ja, ja. Wenn die dich voll jerken. Ja, das mag ja keiner gern. Warte mal, ich schau mal hier hinten noch, ob da noch was ist. Oh, Erdbeben! Oh. Ich wollte gerade sagen, es jerkt hier aber auch gerade ein bisschen. Kisten. Schüttel, schüttel nicht, das Baby. Was? Wieso nicht? Warum solltest du das tun? Oh, kennst Gott. Du nicht das Lied, ey? Kennst du nicht, ey? Von Charlie Waffles? Von Charlie Waffles, der hat das gesungen. Charlie Waffles kenn ich. Schüttel, schüttel nicht, das Baby. Wo seid ihr? Der Dalubert springt da hinten wieder. Und gleich liegt er wieder. Oh. Ups. Ey, das, da blinkt doch was an dem Schiff. Du Troll, ey, hör mal ab. Tittleman's Point? Was? Was? Stand da oben Tittleman's Point oder so hieß der Ort jetzt, wo wir sind. So, so. Wunschdenken. Was war denn jetzt hier oben? Wir haben nicht zugehört, was die gute Dame gesagt hat. Wir müssen weg. Aufzeichnungen müssen wir finden. Oh weia, oh weia. Wir nach oben. Er hat zwei kleine Füße. Der Marv hat zwei kleine Füße. Aber auch zwei kleine Füße können ziemlich... Oh, hallo? Ja, was können die kleinen Füße? Ziemlich fies wehtun, wenn man damit einen in den Arsch tritt. Ja, somit ist statistisch gesehen, weißt du, oder rein prozentual gesehen... Oh, ich will ihn nicht unter...
ist hübsch, dein Busen ist auch sehr schön. Dein Gesicht ist auch so. Nein! Oh Gott! Das ist sexy! Ich versagt! Alles ruiniert! Ist auch sehr schön. Er hat versagt. Er hat ihm ein kleines Gedicht geschrieben. Oh, hier. Lass dich drücken. Drücke 5 von Herberts Puppen. Ich schreibe auch ein Gedicht. Für den Zwergen Marv. Ja, bitte. Die Beine sind klein, doch das Herz ist ganz groß. Ein Der Anfang gefällt mir schon. In Borderlands 2 ganz famos. Er tötet Piraten und er tötet auch Skags. Doch leider fällt mir nichts ein, was sich darauf gerade reimt. Doch am Abend besuchen ihn einige. Passt nur ein Wort rein. Seiner Freizeit gern Shags, hätte ich. Der würde noch ein anderes Wort passen, aber das dürfen wir jetzt hier nicht sagen. Ja, eben. Oh, ey, ich hatte wirklich, das ist so schwierig, wenn du versuchst so zu assoziieren und schnell irgendwelche Reime auf irgendwas zu finden, wie oft da irgendwelche frivolen Dinge bei rauskommen, sag ich mal. Das ist merkwürdig. Ist das vielleicht ein Zeichen für unsere innere Zerstörtheit? Vermutlich, ja. Ach ja. Borderlands Symbol. Warum wow, Models of Man! Borderlands-Symbol, keine Zeit für euch. Ich muss das Borderlands... Toll. Ja. Wegen Dalukat bin ich geplatzt. Wegen Molotov Man. Rette mich. Bin unterwegs. Was ist? Hier, Kreis. Mendejo. Die Granate hat euch bestimmt das Leben gerettet. Molotov Man steht immer noch da oben rum. Dann machen doch Toad. I'm on the ground. Schon wieder? Der will eine Waffel haben. Hilfe! Oh! Beeilung! Ich komm nicht ran! Gut. Ich stand unten drunter, ich konnte drauf drücken, aber es funktioniert irgendwie nicht. Wie komme ich denn zu dir hoch, Kreis? Ich weiß nicht, Treppen. Aber ich hab's geschafft. Neue Stärke. Wie bist du? Ich bin irgendwo Kisten hochgehüpft, glaube ich. Ihr Schlingel. Ach, da bist du doch. Boah, wenn man ihn abslagt, dann geht das schon ganz schön ab hier. Der Badass-Pirat. Aua! Ich will mich gerade noch lustig über ihn machen. Auf einmal tut er mir weh. Hallo, tötet ihn. Oh. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen durchhalten, weil ich kann meinen Gunsurker wieder mal nicht abbrechen. Ach so. Jetzt gleich ist es vorbei. Oh, ach doch, geht doch. Hier unten ist auch noch ein Badass-Pirat. Geht grad nicht. Na, und das schaffst du doch sicherlich allein. Tu ich auch. Hast doch eine Shotgun. Ja, ich hab auch einen halben Balken Schnapp gezogen. Oh, kritisch. Ich hab den von unten voll in die Klöten gehauen und dann stand da kritisch. Also hast du ja. Im Stehen angegriffen. Das ist auch ein kritischer Treffer. Egal, bei wem. In die Balls. Na, Jungs? Seht ihr die Kugel der Gerechtigkeit? Aufzeichnungen. Beim Schnarchen beobachtet, ey. Großartig. Was könnte das? Endet Geräusche der schlafenden Scarlet, Band Nummer 48. Ist das ein Freak? Oh Mist! Oh Mist! Das hätte so 10 Minuten gehen müssen, die Aufnahme. Ich hätte immer noch gelacht. Warum sind die ganzen Kisten immer nur mit Schrottwaffen voll? Wir haben eine Quest vergessen, ne? Eine Flaschenpost. Da müssen wir zu. Aber wir sind doch jetzt hier mitten in der An. Ja, aber die ist ja hier oben. Wie die Flaschenpost? Die Flaschenpost ist hier oben. Müsst ihr nur da oben aufspringen. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht immer so blöd nachmachen sollst. Ich mach das aber sehr gern. Ach, Kinders. Da fällt mir doch wieder ein Ei aus der Hose.
Marv, gehst du die Quest holen? Ajo. Boah, du bist da voll weit da hinten in der Ferne. Ich versuch das. Nein, aber das sieht nur so aus, weil er ist immer so klein. Ich schick ihm einen Ball. Er ist nur ein paar Meter weg, Ralf. Hier ist keine Quest. Oh doch, da. Oh doch. Wie soll man da hinkommen? So, nicht? Vielleicht von der Seite. Da geht's auch. Ich brauche Hilfe im zweiten Regal, das ist was wir haben. Ja. Kann mal jemand kommen und das für mich rausholen? Ist das ein Witz oder was? Wie soll man da hinkommen? So vielleicht. Dalo, kannst du mal das Gebiet ausspähen dahin? Oh, in welche Richtung? Ja, da wo Marv ist, vielleicht kannst du. Ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich komme da nicht hin. Ich möchte da nicht unbedingt durch den Zoom gucken, wenn ich Marv sehen könnte. Aber vielleicht so. Durch den Konsum. Soll ich die mal holen? Ich komme da gleich ran. So. Ich gehe mal los. Ein Geist in einer Flasche. Nein, Moment. Eine weitere Botschaft. Toll, jetzt hast du schon verraten. Das Ende jetzt schon gespoilert. Blöd gelaufen. Ein kleiner Zwerg. Marv zockt, hieß er. Er kämpfte gegen Kühe und auch gegen den Bären. Da unten läuft er. Guck mal. Ist heute Gedichtstunde. Ja. Ich weiß auch nicht irgendwie. Bei allen Gamern, die es gab, war der schönste Dalukat. Ja. Den hast du dir aber schon irgendwann mal überlegt. Das glaube ich aber auch. Den hat er sich zurechtgelegt. Ey. Wir haben auf diesen Tag gewartet. Alter. Wem schnitt man Genitalien ab? Dem Dalukat. So, danke, dass ich den äußern durfte. Ich habe lange drauf gewartet. So, Gesichtsschutz oder was? Das hat er an Weihnachten vorgetragen. Was ist zugemacht, oder was? Der Dalukat. Junge, Junge, Junge. Aber ehrlich. Ihr macht Sachen. Ich glaube, er hat zu Weihnachten einen ganzen Sack voll Ego bekommen. Noch einen, ey. Wie viel verträgt man denn davon? Unendlich viel. Findet den Schatz. Macht das nicht süchtig? Ich glaube schon. Heute hat Scarlett ein Crewmitglied beim Stehlen erwischt. Sie ist so ehrenhaft. Durch mein Teleskop sah ich, wie sie ihm eine Waffe gab, um sich zu verteidigen. Als sie ihm ihr Schwert in den Leib stieß, wusste ich es. Sie ist die Richtige. Der ist ganz schön rattig, der alte Mann. Ja, schon ein bisschen, wie sagt man, das ist seine Obsession. Obsession. Jackson. Muss doch irgendwann noch ein Schatz sein. Die können doch nicht immer so gut versteckt sein wie der eine. Der riesige. Ich wette, er ist hier in so einem Bunker oder so. Den riesigen Schatz haben wir immer noch nicht geöffnet bekommen. Der Boden war aus Holz, das war eindeutig. Ja, ja, natürlich. Deswegen hat ihn ja auch keiner aufbekommen. Zu schwach. Zu schwach. Aber ein Schatz, wie sahen denn die Schätze, die wir bis jetzt gefunden haben, aus? Es muss doch eine Kiste auch noch sein, oder nicht? Bei dem einen war das X markiert die Stelle. Aber hier müssen wir verlorene Aufzeichnungen finden, oder ja, so. Ja, es ist jetzt noch was anderes. Die Flaschenpost ist ja immer irgendwo ein Schatz. Und hier, der muss hier eigentlich nur rumliegen. Ist vielleicht doch so ein Müllhaufen hier? Bestimmt ganz oben auf diesem Müllberg hier. Ganz oben drauf, meinst du? Hier. Episch hochklettern. Es wird vermutlich nicht funktionieren. Ich hab da so ein Gefühl. Ich bin aber oben. Also hier gibt's genug Verstecke, wo man den gut reinstecken könnte, aber... Wir reden aber noch von dem Schatz, oder? Ja, ja, wir reden von deinem Schatz. Von der Flaschenpost. Nee, den werden wir wieder nicht finden. Das fehlt doch wieder nix. Wir sind wahre Kammerjäger, ehrlich. Können eigentlich nur durch die Gegend ballern. Vielleicht hier in dem Bus oder so? Ich der Schatzsucher, wir haben einen Schein gefunden? Ich glaube nicht. Auf dem Bus vielleicht? Nee. Der muss Mauer, ja noch in dem Radius muss er ja sein. Das heißt, diesen. Ey, hier ist der Bus aus Black Ops Zombie. Achso, nee, aus Black Ops Zombie. Der hat auch so. Der sieht auch so aus. Ich freue mich schon, wenn der neue DLC dafür kommt.
Wann kommt der denn? Im Januar. Sie haben gesagt, es wird eine neue Transitkarte geben. Also guck mal, hier ist Naturschauspiel. Ist das bei euch auch schwarz, wenn ihr hier reinguckt? Ja. Ja, ja, guck mal hier, jetzt geheim. Geh mal hier rein. El Grotto. Da war ich schon drin. Boah, krass. Langweilig, ich war schon drin. Ja, aber das ist keinem erzählt, also hat es gar nicht passiert. Screenshot oder it didn't happen. Ey, hier muss ja irgendwo eine Flasche sein. Ey, nicht ein richtiger Schatz muss irgendwo sein. Damit steigern sie diese Spielzeit von den ganzen DLCs natürlich auch. Ja, ich glaube, dass alle anderen die schon gefunden hätten. Ja. Ganz offensichtlich, keine Kiste. Also, es ist ganz offensichtlich ein... Den Schatz hat schon wer geholt, ganz einfach. So, wir müssen weiter. Ey, beim letzten Mal haben wir den Schatz auch nicht gefunden, wo es hieß, finde den Schatz, ne? Wir finden den Schatz nie. Wo wir da in dieser Grube waren. Ey, wir sind Kammerjäger mit Spezialausbildung. Mit gewissen Vorzügen. Ganz speziell irgendwie haben wir andere Stärken.